Hallo Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider. Ich bin Klimbo und beim letzten Mal sind wir mit dem Bötsche gefahren und haben noch die 100% an diesem einen blöden Ort da gemacht. Dr. Whitman ist übrigens auch abgeschnitzelt worden, was ich sehr gut finde, weil das ein Wiener Bastard war. Tut mir leid. Und wir haben Ratten getötet. Das sollte wohl jedem Erinnerung geblieben sein. Ich möchte jetzt aber hier hoch. Natürlich nehmen wir wie immer jedes Versorgungsmittel mit, das wir kriegen können. Habe ich das jetzt? War das ein deutscher Satz? Ich hoffe doch. So, und Kameraperspektive will mich noch ein bisschen verarschen. Was ist da oben denn? Ist das denn Windingen? Kann man das gut? Nö. Ich schieße eigentlich in letzter Zeit generell auf alles. Einfach nur, um Versorgungsgüter zu bekommen. Da können wir rein. Das ist sehr toll. Aber, wir gehen da rein. Gut, das habe ich schnell entschieden. Viel anders geht auch nicht. Jetzt geben wir noch ein bisschen Erfahrung. Sobald wir das letzte Level erreicht haben, haben wir auch alle... Warte mal, ich will mal kurz hier... Aha, hier gibt es ein Lager. Okay, dann gibt es doch noch zwei Gebiete. Die Sturmwache schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Sind das Skelette oder was ist das? Außerirdische Technologie? Ich meine, ich gucke in letzter Zeit ein bisschen viel Doctor Who. Da reimt man sich das ein oder andere zusammen. Na, ihr Bastard, ich habe einen Explosionspfeil. Ui. Habe ich alle auf einmal erwischt, ne? Die Opferkinder, Alter, geil. Einfach mal alle Sturmwachentypen umgestitzelt. Oh, guck mal, wie viel Versorgungsgut das gibt. Ey, ich krieg einen Ständer. Okay, krieg ich nicht. Aber haben wir sonst noch irgendwas mit Versorgungs... Oi. Ja, okay. Okay. Und da können wir höchstwahrscheinlich lang... Also ich tippe einfach mal, dass wir da lang müssen. Da lang ist, glaube ich, nicht, ne? Nö, da ist irgendwie zu und da wahrscheinlich auch. Da gucke ich jetzt gar nicht mal nach. Gut, dann gehen wir mal da lang. Mal gucken, was uns da erwartet. Hallo, Totenschädel. Warte mal. Die haben sogar noch Zähne. Ist ja süß. Okay. Okay, es ist etwas dunkel hier. Könnte bitte jemand das Licht anmachen? Hallo. Da wächst eine Pflanze aus dem Stein. Oh. Alter, das gibt so viel Versorgungsgut, wenn ich die einfach... Oh, oh. Kann ich die nicht alle töten? Weißt du, wie viel Versorgungsgut es gibt, Alter? Okay, das sind, glaube ich, ein bisschen zu viele und da wäre ich auch gescriptet gestorben wahrscheinlich. Da komme ich ja gar nicht rüber, außer wenn ich da lang springe und dann bin ich sowieso tot. Okay, lassen wir uns diese Chance mal entgehen. Ich weiß ja nicht mal, ob es funktioniert hätte überhaupt, also... Ne, no risk, no fun, das ist mein Motto, YOLO, Swag und so weiter, wisst ihr alles Bescheid. Aber da jetzt gerade ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Weil das sind auch unendlich anscheinend und gegen unendlich habe ich nicht ganz... Was ist das denn für ein Vollhorst, Alter? Dicken Headshot, Alter. Nö. Au! Von was habe ich denn gerade Schaden bekommen, bitte? Ach, Rasierklingen an der Dingens. Okay, da hätte ich... Hätte ich es sehen müssen als erfahrener Tomb Raider-Spieler. Okay, als erfahrener Tomb Raider-Spieler weiß ich natürlich auch, dass ich hier oben dran springen muss, um weiterzukommen. Aha! Guck mal, das funktioniert sogar. Ey, Lara ist so bescheuert, ne? Wenn einer hochguckt, dann bin ich direkt gearscht. Und wenn ihr nicht durchkommst, du hast immer noch Explosionspfeile, ne? Uiuiuiui. Jetzt hol Leuten seiner Glocke und Lara erschreckt sich oder so. Nö, aber der Controller vibriert, das finde ich schön. Was ich ein bisschen schade finde, jetzt wo wir gerade hier so lang hangeln, kann man das mal kurz besprechen. Alter, Alter, Alter. Oh, 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 oh. Guck mal, da oben ist eine. Das war aber ganz schön Plattformwurf, ja? Da müssen wir ein bisschen wegdenken hier, komm. Hier wieder ist die Steuer, Lara ist selber rechts, wie sie zu wissen Bescheid. Ui, ui, ui. Was ich ganz interessant finde, wenn man... Es hat sowieso keinen Sinn, in Action-Sequenzen zu reden, weil ihr nichts versteht. Jetzt kann ich wieder reden, jetzt hört er mich auch. Ne, was ich ganz cool fände, wäre so ein Rumble-Feature für eine Tastatur oder so. Weil das macht echt manchmal... Schafft ganz schöne Atmosphäre, muss ich ehrlich zugeben. Hätte ich nicht gedacht, aber so ein Rumble-Feature, doch, das ist ganz cool. Ah, wir können ihn jetzt finishen. Finisher, bam! Oi, oi, oi.
Und wir haben 100%, was an Level angeht. Können Sie noch am Leben sein nach so langer Zeit? Ja, das weiß ich auch nicht, liebe Lara. Guck doch mal nach. Da sind wieder Ratten en masse, Alter. Das heißt, Versorgungsgut geschenkt einfach. Ich schieße zweimal mit einer fetten Schrotflinte auf tausende Ratten und sterben zwei. Die direkt nebeneinander standen. Nein, jetzt, Alter. Mann, du Kackratte. So, Versorgungsgut free. Ist echt ein bisschen dämlich, so Ratten zu jagen, oder? Nö, Versorgungsgut. Aha, du Drecksratte. Bleib mal stehen hier. Perfekto. Ich weiß nämlich nicht, wie viel wir nachher noch kämpfen werden. Deswegen mache ich einfach mal prophylaktisch. Hier ist nur ein Lager, das übersehe ich nicht. Wett nicht, übersehe das Lager. Naja. Was soll ich sagen? Genau. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Versorgungsgut später noch übrig bleiben wird. Jetzt haben wir schon mal 400. Das heißt, uns fehlen nur noch 1500 ungefähr. Um die letzten ganzen Sachen da aufzurüsten. Wenn wir an einem Tageslager sind, oder hier ist ja ein Lager hier in der Map, ne? Dann können wir ja mal nachgucken. Da vorne sehe ich doch schon, da hängt doch schon... Nee, das sind Kerzen. Schade, schade. Ach, guck mal, ein Lager. Ich übersehe das Lager nicht. Ah, guck mal, Lager. Das Gebet, was ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Nicht nur du, Lara, nicht nur du. So, jetzt rüsten wir mal ganz kurz das hier aus. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt 100% unserer Fähigkeiten. 9 von 10 Laras Tagebücher. Das heißt, es gibt noch genau ein Tagebuch, was wir finden wollen. Ja, okay, finden jetzt nicht wirklich, ne? Einfach an Lager spätzeln, wenn wir hier irgendwas machen. Da ist eine Ratte. Ich glaube nicht, dass man die irgendwie über... Nein, jetzt Schrotflinte, Alter. Mein Gott. Ja, jetzt wisst ihr auch wahrscheinlich, warum das so wichtig ist, jedes einzelne Rattenviech zu töten. Töteln. Wegen den Versorgungsmitteln. Und alles 100% jetzt bleibt doch mal, du Kackratte jetzt. Alter! Ratte! Okay, gehen wir weiter. Die Ratte hat ihre Lektion gelernt. Möchte man meinen. Okay, guck mal, hier ist noch Lebensmittelgedönsel. Da hätte auch Versorgungsgut drin sein können. Das fände ich ganz nett von. Ich hab eine Ratte gehört. Ja, du Drecksratte, bist mir nochmal davon gekommen. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal zurückzurennen. Für 7 Versorgungsgut, dann ist es mir das doch nicht wert. Ich kann ja später, wenn es... Uiuiui, ist aber ein bisschen windig. Ich mach Fenster wieder zu, Lara. Ist eine Türe, ich weiß. Lustig. Jetzt läuft sie automatisch. Nein! Sam! Sam! Hey, Matthias, du hast einen an der Waffe, Mann! Okay, Jonah, da kommt. Hier ans Geschütz! Ich nehme die Seite. Melde Ziele! Aber ich könnte den von hier aus locker abstüsseln. Aber nö, Lara will ja nicht. Warte mal, das war doch... Du hast ein Grab gefunden, Geräusch. Eieieiei. Ich geh jetzt aber ganz schön ab. Bergab. Nein? Okay. 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 Schrotflinte, Schrotflinte, normale Waffe. Hier ist sonst nichts. Da oben war doch noch ein... Jumbo, 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 Jumbo. Fand hier ihr letztes Gefecht statt. Aha. Na, das habe ich doch gesehen, dass da oben was hängt. Das nehmen wir uns selbstverständlich mit. Kein Geiz hier, kein Geiz. Wir wollen alles mitnehmen. Okay, hier ist aber sonst nichts, schätze ich einfach mal. Ah, draußen auf der Brücke, das ist immer schön. Bei so wenig Wind, da kann auch gar nichts passieren, wenn man einfach über so eine Brücke drüber geht. Brücke selbst, wenn die zusammenkracht, ist kein Problem. Das muss so sein. Das steht alles bei Wikipedia. Lever, du weißt schon, dass sie... Uiuiui. Au. Oh, Gott sei Dank verschwindet der Holzbalken. Sonst wäre es nur aufgespießt worden. Oh. Coole Kamerafahrt.
Das ist der Ober-Oschi, Alter. Das ist der Ober-Oschi. Geil. Nein, Lara, sag das nicht. Du wirst abgeschossen. Guck mal, wie die jetzt schon ausrasten einfach. Und die schießen ja Pfeile wie so grenzdebile Vollspackos. Okay, okay, die kriegen wir aber. Das sind alles voll die Mongos, voll die Luschen-Mongos. Und wir haben eine Pumpgun. Die Pumpgun sollte uns noch einen ordentlichen Vorteil verschaffen gegenüber den alten japanischen Mongo-Rittern mit irgendwas. Das sind aber doch Menschen. Ach Mann, die geben keine Antwort, doch, die geben null von uns. Ich wollte gerade sagen, das Spiel fickt mich. Schwarze Witwe, das ist schön. Haben wir gerade irgendwas freigeschaltet? Was ist mir aber auch kacke egal, weil wir im Lauf gerade ein bisschen zu viel Feinde haben, um mich darauf zu konzentrieren. Hey, einmal ein bisschen zurückfliegen. Ah, ich muss mich kurz kratzen. Sekunde. Kämpfen wir doch weiter mit unserem Bogen. Weil da kriegen wir die Munition wenigstens wieder. Und looten schon wieder sowieso. Was haben wir denn hier noch? Aha, ich sehe. Ich wollte gerade sagen, ich sehe. Das ergibt aber so gar keinen Sinn. Wir haben einen an der Waffel. Ihr habt da einen an der Waffel da oben. Was mich aber gerade ehrlich gesagt am meisten stört, ist nicht, dass da Feinde kommen, sondern eher, dass da zu wenig Feinde kommen. Die verbrennen jetzt alle, das ist kein Problem. Ja, oder laufen selbstständig brennend in einen Fass rein, das explodiert. Das ist übrigens keine gute Idee, falls ihr das zu Hause nachmachen wollt. Guck mal hier. Zack. Ach, ich mag den Bogen, er ist toll. Gut ist übrigens auch, dass... Uiuiuiuiui, mein lieber Friendo Bendo, Alter. Ah, wir können jetzt mal Folgendes probieren. Ah, ne, ausweichen war mit B, ne? Okay, uns. Warte mal. Ich kann da ausweichen. Ja, schlag mich mal. Y und mega Ausweich-Skill, Konter, Schlitzer. What the fuck? Okay, pass auf. Deine ganzen Freunde haben noch Bergungsgut dabei. Bergungsgut. Oh, hier Looting. Looting Extreme. Hast du das schon? Hör mal, Freund, ihr seid zu wenige. Ich hab mehr bestellt bei Lieferando. Kennt ihr Lieferando? Diesen Lieferdienst für Pizza, Pasta und irgendwas? Die das vereint so viele Lieferdienste halt in einem. Und ist ja auch egal, was das genau ist. Die Sache ist halt, die machen... Oh, Kacke, verdammte. Oh nein, Mann, ich will noch nicht sterben. Oh. Adrenalin. Komm doch her. Na komm her, du kleiner Pole. Nichts gegen Polen. Jetzt kriege ich noch mehr Erfahrung wie Sau, aber ihr seht schon, unser Symbolchen lädt sich da nicht auf. Viel wichtiger als die Kackerfahrung. Ja, das Symbol lädt sich gar nicht mehr auf, weil wir halt 100% durchgeskillt sind. Meine Fresse, hört mal auf, euch mich abzuschießen, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ihr hört mir da behandelt wie in einem... Weiß ich nicht. In einer Bar oder in der Disco. Also, schießt man sich nämlich auch ab, versteht ihr? Ah, Mann! Ihr schießt mit Feuerpfeilen, das ist unfair. Ich schieße nicht mit Feuerpfeilen, aber ich hab sie. Ich könnte damit schießen. Pass auf, ich hab eine Pumpgun, ja? Du hast gar nichts. Pumpgun. Ihr geht einfach nicht mit der Zeit. Ach, wir mal an der Nase kratzen, so perfekt. Geht wieder weiter. Mein Gott. Fräulein. Heutzutage haben wir Pumpguns. Da machen so ein paar Pfeile und nichts mehr aus. Okay, machen sie wohl. Aber... treffen sollte man schon. Zack. Und weg ist der Kopf. Das ist sehr schön, denn wir können jetzt hier hoch. Und hier oben ist eine Versorgungsgranate. Was soll ich mit Granaten? Hallo. Ich brauche jetzt das... Oi, oi, oi. Okay, das habe ich vor euch gemacht. Damit wäre diese Geschichte dann wohl auch vergessen. Ihr solltet die nicht bei euch lagern, okay? Das ist eine ganz schlechte Idee. Aber ich habe noch wenig Versorgung. Ah, Versorgungsgut. Da hoch komme ich aber nicht zufällig, ne? Okay. Ich versuch's gar nicht. Eieieiei, Karamba! War's das? Cool.
Oh, ich sollte nachladen. Komodora, ja genau. Kann jemand Japanisch? Das wäre auch mal... Uiuiui, ich wollte es lernen. Ich habe dann abgebrochen. Boah, Alter. Das geht immer noch mal gut ab hier mit den Sturmwachen. Zack. Gibt nichts hier drin, das gut. Ey, Fräulein. Wir können auch so ranzoomen, ne? Das habe ich fast nie gemacht. Oh, der ist auch tot. Alles easy. Oh, hallo. Ich möchte bitte noch ein paar Leuten aus... Ah, hallo. Du hast ein Schild, hä? Deine Beine sind nicht bedeckt. Und ich habe einen Granatwerfer. Zack. Ach, ich mag diese Skills. Woher wisst ihr, dass der Granaten gucken macht? Woher? Hat denn das irgendjemand geflüstert? Dieses Mädel ist zu brutal. Oh, die haben selber Granaten. Cool. Aber der Typ da oben ist jetzt gestorben, oder? Den habe ich doch umgeschnitzelt. Ja. Du bist voll der böse Krieger. Bla bla bla. Kennen wir alles schon. Oh, das Gute ist, wir kriegen Versorgungsgut, meine Leute. Versorgungsgut. Ja, und Schrotflintmunition. Aber ich sehe gerade, der Part ist auch so ziemlich vorbei. Aber was haben wir denn da noch? Da öffnet sich doch gerade was. Ja gut, hier können wir noch mit dem Bogen lang. Ich guck mal kurz, hier müssen eigentlich dutzende Leichen liegen. Oder wenigstens bekommen... Ach Leute, ein bisschen Versorgung ist gut. Oh, kommt schon. Lecker. Da oben liegt keiner mehr. Okay, zack, abrollen. Sonst haben wir hier aber auch nichts mehr, oder? Nee, nichts mehr hier zu tun. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal das Fass runter und... ja, das war's auch schon so ziemlich. Haben wir hier irgendwelche... Nö. Das heißt, nächste Runde gehen wir da in den Tempel, die Bempel. Nö, in den da. In den da. Also das ist ein Berg, aber in dem Berg ist wahrscheinlich ein Tempel. Und ich laber auch schon wieder so blöd rum, ne? Merkt das selber. Okay, dann sag ich mal Folgendes. Nächste Runde gehen wir da rein, mit Hilfe unseres Pfeils. Und dann werden wir mal an unserer Aussprache pfeilen. Oh Gott. Das hat mich mal irgendjemand gefragt hier. Bla, bla, bla. Du hast mir das empfohlen, wie Fohlen von... Ist ja egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren und gut bewerten. Und in der nächsten Folge geht es in den Tempel.